Hallo liebe Freunde der Pinguine, hier ist wieder Daniel von Tonerdumping und ich zeige euch ein wunderbares neues Produkt, das wir demnächst ins Sortiment aufnehmen werden. Wir haben das schon ziemlich erfolgreich getestet und wollte euch mal zeigen, wie das funktioniert. Es handelt sich um ein Beschriftungsgerät und es kommt in so einer schönen bunten Packung und wenn man das mal öffnet, das Gerät, ein Beschriftungsgerät, hier guckt doch schon mal raus, in einem schönen, schön gemachten Design, es fühlt sich von der Haptik sehr hochwertig an, ein solides Plastik, kann man nicht meckern. Ich gebe kurz auf die Teile ein, es gibt hier einen Hebel, mit dem man das Verbrauchsmaterial tauschen kann. Es gibt jetzt nicht so eine Kassetten, sondern es sind einfach Rollen, die man hier einsetzt und die werden weiter transportiert durch diese kleine Gummiwalze. Das ist einen Motor angetrieben und dann geht hier der Deckel zu. Hier mit diesem Ding hier wird dann das abgeschnitten. Wir schalten das mal ein, das macht man hier mit diesem Ein- und Ausschaltknopf. Und es gibt eine Anzeige, vorhin hatten wir das aufgeladen nochmal. Es kommt nämlich auch mit so einem USB-Mikrokabel daher. Das ist im Grunde das Ende. Das Ende kommt hier in das Gerät hinein und das andere Ende entweder über ein normales USB-Ladegerät oder über ein PC kann man das aufladen. Es ist also ein Akku verbaut, mit dem man doch einiges machen kann. Und ich zeige euch jetzt mal schnell, wie das mit der App funktioniert. Und zwar ist in dem Paket so eine schöne Anleitung dabei. Das ist nichts Besonderes. Man sieht halt im Grunde, ja, wo geht der Deckel auf. Im Grunde das, was ich gerade selbst beschrieben habe. Genau, aber das Spannende an dieser Anleitung ist dieser wunderbare QR-Code. Wenn ihr diesen QR-Code scannt, dann kommt er auf eine Seite, auf der dann ihr die Auswahl habt, Android oder iOS, also Google Handy-Betriebssystem oder iPhone-Betriebssystem. Und dann wählt ihr eure gewünschte Plattform aus und kommt direkt über den Link zu dem entsprechenden Google Play Store oder er kommt zum iTunes Store und könnt dann diese App installieren. Ich zeige euch mal die App, ich mache gleich eine Bildschirmaufnahme. Zum einen müssen wir das verbinden, dazu müssen wir Bluetooth aktivieren. Ich habe es schon mal verbunden gehabt, das heißt beim iPhone reicht es einfach nur Bluetooth einzuschalten. Ich bin jetzt in der Nähe von diesem Gerät und es hat sich automatisch selbst verbunden. Das heißt, von der Anwendung her ist es schon ziemlich einfach. Ja. Wir haben beispielsweise das Einfachste ist erstmal einen Text zu machen. Wir machen einen Doppelklick in den Text hinein. Ja, Font, wenn man auf Font geht, kann man die Schrift vergrößern. Ja, also schade, dass man doch einige Male auf Plus drücken, um die zu größer zu machen. So. Dann der Text, wir schreiben hier Text. Und ich mache noch ein Smiley dazu, Confirm. Und das ist jetzt schon mal das erste Etikett, das ich drucken werde. Es gibt unten gibt es einen schönen Pinguin, da steht Print drunter. Und jetzt haben wir das gedruckt. Ja, wir schneiden das hier ab. Und haben jetzt hier einen Text mit einem Smiley, und zwar das Smiley aus dem Repertoire von iOS, also diese iOS-Smileys. Es gibt aber noch deutlich mehr Smileys oder andere Symbole, die man verwenden kann. Ja. Das kann man jetzt irgendwo hinkleben. Das geht recht einfach zu entfernen, und also von der Trägerfolie zu entfernen, und jetzt kann man das irgendwo hinkleben. Hier beispielsweise auf das Glas.
Also man kann ja drüber rubbeln und der Text hält, es bleibt, es geht nicht so schnell weg. Und es ist auch, lässt sich ablösen, kann man nochmal raufkleben. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Gucken wir nochmal. Ich mache den Text mal weg. Wir haben eine QR-Code-Möglichkeit. Ich kann jetzt zum Beispiel auf eine Internetseite hinweisen. tonerdumping.de Confirm. Jetzt habe ich den QR-Code. Den könnte ich jetzt auch ausdrucken. Oder EAN-Code. Gibt es verschiedene Codierungen, die hier möglich sind. EAN 13 zum Beispiel ist in Deutschland sehr beliebt. Doppelklick wieder drauf. Und so weiter, ja. Dann haben wir den EAN-Code. Ich kann ein Logo verwenden. Logos gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Hier Common Logos. Die Auswahl ist hier wirklich grandios. So Cartoons kann man machen. Emojis. Ja, ich mache mir hier so ein Emoji. Ich mache es ein bisschen größer. Wir wollen das ja schon ein bisschen ausnutzen. Jetzt kann man noch einen speziellen Rand machen. Vielleicht machen wir so eine Sprechblase. Und jetzt drücke ich das mal aus oder machen wir das dazu. Eine Uhrzeit kann man machen. Eine Uhrzeit. So, und das drucken wir noch aus. Perfekt. Die Geschwindigkeit ist schon beeindruckend. Jetzt nicht so, dass es irgendwie stören würde. Da gibt es auch einen Template-Speicher. Also man könnte sich das jetzt wahrscheinlich abspeichern. Ich gehe jetzt auf Save und kann jetzt machen Victory Time. Ja. So, wenn ich jetzt auf Templates gehe, habe ich jetzt ein Template schon mal gespeichert. Ich kann auf Clear gehen, dann ist das weg, aber bei den Templates ist es immer noch da. Dann gibt es auch Online-Templates, das ist auch spannend. Da gibt es verschiedene Vorgaben. File-Label. Es gibt sogar die Möglichkeit, ein Bild zu nutzen. Also ich kann jetzt ein bisschen meine Fotos auswählen. Ja. Das hatte ich vorher schon gemacht. Das war so ein Screenshot von unserer Internetseite. Das kann ich mir dann auch größer machen, damit ein Teil nur zu sehen ist. Ja, und das kann man eben auch dann auch ausdrucken. Ich drucke es einfach mal aus, das so zu machen. Also insgesamt muss ich sagen, ein sehr schönes Gerät. Es ist sehr, sehr günstig in der Anschaffung, es ist günstig im Verbrauch, sieht toll aus, hat einen Akku. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beschriftungsgeräte kennt, diese 20-Euro-Teile, wo man dann nochmal 6 Batterien kaufen muss, die dann irgendwann leer sind. Jedes Mal, wenn ich so ein Beschriftungsgerät aus der Schublade hole, sind die Batterien leer, darf man neue nehmen. Also das ist schon deutlich sinnvoller, in dieser Art und Weise das zu machen. Sehr kompakt, passt in die Hosentasche. Von meiner Seite aus auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Und ja, hat euch das Video gefallen? Lasst einen Kommentar da oder ein Like da. Abonniert den Tonerdumping-Kanal. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!